Hi, ich bin Ferdi von CETA Automotive. Wir sitzen heute im Passat B8 mit dem 2 Liter TDI-Motor. Und wir haben heute unser Active Sound-System nachgerüstet mit einem Sounderzeuger in Kombination mit unserer Active Sound-Unit und müssen zugeben, dass das Auto, dafür, dass es eigentlich ein familientaugliches Fahrzeug ist, extrem geil aussieht. Wenn ihr einmal rumschwenken, ich weiß nicht, ob ihr das schafft, haben wir hier nämlich den Kindersitz. Und wenn wir euch gleich zeigen, wie das Automobil hier von draußen aussieht, dann werdet ihr echt staunen, weil es kommt mit einem Gewindefahrwerk, was fast auf null runtergedreht ist. Sieht richtig fett aus. Hat in Kombination mit den geilen Felgen, also ist das echt gelungen. Und cool ist halt, dass die Optik, dadurch, dass es halt der 2 Liter mit 150 PS ist, komplett clean ist. Das heißt, man hat hier nicht diese angedeuteten Blenden. Das fand der Kunde halt insgesamt, wollte er es tatsächlich auch so haben. Der wollte keine angedeuteten Blenden haben, weil er halt da kein Fan von ist, sondern er sagt, wenn Blenden, dann echte. So hat er halt sich das absolut gespart, dass er da irgendwas wegmachen muss. Und mit einem Sounderzeuger finde ich das echt gelungen. Wir fahren gerade im dynamischen Modus, bedeutet, bei entspannter Fahrweise ist es auch kindtauglich. Das heißt, es ist nicht irgendwie brummend, dröhnend oder dass es einen belästigt, sondern es kommt halt erst unter Last. Geil ist halt wirklich, wenn wir hier, das ist ein Handschalter, also das ist auch nochmal geil. Da haben wir nämlich mit diesem, mit den Nachploppen einen geilen Effekt halt beim Schalten. Und wir machen mal kurz runterschalten. Batz, batz, batz. Und jetzt beschleunigen und hochschalten. Und knallt nach. Also es ist echt cool. Also mit dem Handschalter ist das eine geile Kombination. Und ja, wir fahren jetzt halt im dynamischen Modus mit Pfeil 4, weil wir finden, das passt einfach super geil zu diesem Auto. Wir haben jetzt hier eine begrenzte Auswahl an Tasten zum Profilwechseln. Es fehlt nämlich, der Fahrprofilschalter fehlt und wir haben hier keine ESP-Taste, weil bei dem 2 Liter mit 150 PS ist das ESP hier im Bordcomputer integriert. Ich habe es auch gar nicht gesucht. Ich glaube hier bei Setup. Genau, haben wir hier das ESC-System, also das ESP-System. Wäre ein bisschen lästig, das im Alltag hier drüber zu steuern, weil dann müsste man erstmal in K gehen, dann auf Setup. Puh, dann hier rein, dann aus und wieder einschalten, kann nerven. Also deswegen ist halt Geschmackssache. Wir haben es jetzt hier auf die Start-Stopp-Automatik-Taste gelegt. Bedeutet, wenn wir die Taste zweimal drücken, dann wechseln wir das Profil. Jetzt sind wir im Profil 1. Hier ist der Sound komplett ausgeschaltet, damit man halt, wenn man sagt, okay, ich will jetzt absolut gar keinen Sound haben. Ich muss zugeben, das Auto ist von hier drinnen sehr, sehr angenehm gedämpft. Also das ist, man hört hier keinen typisches Vierzylinder-Diesel-Nageln oder Rasseln oder so, sondern es ist wirklich völlig ruhig. Also dieses bisschen, was da kommt, dieses Gebrumme, ist nichts Nerviges und so. Das finde ich sehr leise von hier drin. Dann wechseln wir das Profil nochmal. Nochmal zweimal die Taste drücken. Jetzt haben wir mit A-Modus aktiv. Wir haben hier das Pfeil 8. Das hat einen sehr dumpfen, sonoren Sound. Das fanden wir ziemlich geil. Wir fanden das Pfeil 2 zu kratzbürstig. Das passt irgendwie nicht zur Optik vom Fahrzeug. Und hier mit Pfeil 8 ist das angenehm. Es ist im unteren Drehzahlbereich extrem gut zu hören. Aber es ist nicht nervig. Also es hat keinen dröhnenden Faktor, sondern es ist einfach sehr sportlich vom Klangbild her. Und es ist auch, ich finde es auch insgesamt von der Lautstärke hier drinnen gar nicht zu übertrieben laut. Also es ist, man hört es sehr deutlich, sehr kräftig, sehr gut. Aber es ist jetzt nicht in einem Faktor, wo es stört oder nervig werden könnte. Auch unter Last finde ich das sehr gut. Oh, Frontantrieb, fast vergessen. Aber ich finde den Klang insgesamt sehr, sehr gut. Das ist überhaupt nicht auf einem Niveau, wo es hier drinnen nerven könnte mit A-Modus an. Thank you.
ja öfter mal so, dass mit A-Modus anders drin ein bisschen zu laut wird, aber so ist absolut angenehm. So, das war's auch schon von unserem Familienflitzer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nicht vergessen, teilen, liken, Kanal abonnieren und bis zum nächsten Video.